geliebte Menschen der Erde. Ich begrüße euch voller Freude zu dieser Botschaft von Rodan und ich bitte jeden einzelnen von euch, das Licht der Energie und des Schutzes einzuatmen und euch in dieser Energie fallen zu lassen, euch hineinzubegeben und zu fühlen, wie ihr mit jedem Atemzug ruhiger und gelassener werdet. Denn allein mit dem Wissen, dass Lyra heute bei uns ist, wird sich dein Körper entspannen und deine Seele ist jetzt auch bereit, diese Botschaft zu erhalten. Rodan, die Schwester von der Lyra, spricht zu dir. Liebe Menschenkinder, ich begrüße euch und jeden Einzelnen mit dem Segen des Lichtes von der Lyra. Ich wurde auserwählt, heute zu dir zu sprechen. Wir Wesen von Lyra sehen, dass viele Menschen immer noch an den Folgen der Vergangenheit leiden. Wir sehen auch, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, sich selbst zu verzeihen. Das ist verständlich angesichts des Ausmaßes dessen, was auf eurem Planeten geschehen ist. Es ist jedoch jetzt an der Zeit, weiterzugehen und eine neue Geschichte für euch zu erschaffen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun, und ich werde heute eine mit dir vollziehen. So lasst uns, wenn du bereit bist, jetzt beginnen. Atme zunächst einmal tief ein und entspanne dich. Schließe deine Augen und stelle dir vor, dass du an einem sicheren Ort bist. Das kann jeder Ort sein, an dem du dich glücklich und entspannt fühlst. Aktiviere die goldene Sonne in deinem Herzen und lass dich von deiner Liebe tragen. Dehne dich so weit aus, wie es dir möglich ist, und vertraue darauf, dass alles, was jetzt gleich geschieht, gut und richtig ist. Vor dir erkennst du eine Türe, welche dich in deine Vergangenheit führen wird. Öffne diese Türe und gehe die Stufen der Treppen hinab, die sich dir gleich zeigt. Während du hinabsteigst, bemerkst du, dass die Luft schwerer und dunkler wird. Das liegt daran, dass du in deiner Zeit zurückgehst an einen Ort, an dem es Schmerz gab. Du gehst zu diesem Schmerz, den es immer noch in deinem aktuellen Leben gibt und den wir heute zusammen lösen können. Wenn du am Ende der Treppe angekommen bist, siehst du einen Raum mit einem Fenster. In diesem Raum erlebst du ein verletzendes Ereignis aus deiner Vergangenheit noch einmal. Sieh zu, wie das Ereignis sich vor deinen Augen noch einmal abspielt. Doch etwas ist anders, denn du befindest dich jetzt in einer neutralen Energie und beobachtest nur, was damals geschah. Du empfindest den Schmerz und die Verletzung von damals nicht mehr so intensiv.
und es fällt dir leichter, noch einmal alles zu erleben. Vergib nun denjenigen, die dich verletzt haben, und vergib dir selbst für alle Fehler, die du gemacht hast. Auf diese Weise kannst du den Schmerz endgültig loslassen. Sprich die Worte mit deiner inneren Stimme. Ich vergebe mir aus tiefstem Herzen für alle Verletzungen, die ich anderen damals zugefügt habe. Und ich vergebe auch allen anderen, die mich damals wissentlich oder unwissentlich verletzt haben. Nun nimm dir ein wenig Zeit, damit sich die Energien ihren Weg zur Heilung suchen können. Und sobald du fühlst, dass die Situation sich leichter anfühlt, gib neue Bilder in diese Situation hinein. Sieh dich als die starke Person, die du heute bist. Gehe ganz anders mit der Situation um. Sieh dich selbst als erfolgreich, glücklich und in Frieden. Schmücke diese Situation so aus, dass du damit zufrieden bist. Lass Fülle und Lebensfreude auf allen Ebenen hineinfließen und sei dankbar für diese positive Veränderungen. Rodan wird jetzt diese neuen Ereignisse, die neue Situation in deiner Vergangenheit verankern. Ich werde das alte verletzende Ereignis mit den Bildern überschreiben, die du gerade erschaffen hast, und dadurch eine neue Realität für dich erschaffen. Nimm dir ein wenig Zeit, um zu fühlen, wie groß diese wundervolle Heilung jetzt ist. Und so ist es geschehen. Ich habe alles Positive für dich verankert. Diese Verletzung wurde geheilt. Und du bist nun bereit, die Treppe wieder hinauf in das Licht zu gehen. Dabei spürst du, wie die Luft mit jedem Schritt heller und heller wird.
und wie es dir immer leichter wird. Oben angekommen, öffnest du die Türe und trittst in deine neue Realität hinaus. Denn dein aktuelles Leben, es wurde umgeschrieben. Die Energien der Vergebung und der Heilung begleiten dich ab sofort. Und so atme tief ein und aus und sieh dich um. Spüre, wie viel leichter du jetzt bist und wie frei du dich anfühlst. Alles, was dich vorher belastet hat, ist weg. Du bist jetzt frei, dein Leben so zu leben, wie du es möchtest. Sei dankbar für diesen Neubeginn und komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Rodan verabschiedet sich von dir voller Liebe. Und du bewegst Hände und Füße und bist gleich wieder in deiner eigenen Dimension. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst und diese große Heilung sich vollziehen durfte. Ihr Lieben, das war Rodan, das war die Energie von Rodan, die Energie von Lyra. Und du spürst schon, was alles möglich ist, wenn wir uns auf die Reise begeben und uns von Rodan begleiten lassen dürfen. Eine wunderbare Schulung, eine wunderbare Auflösung all dieser negativen Energien durfte geschehen. Dein Leben wurde neu geschrieben in dieser einen Position. Ich freue mich schon sehr auf die Lyra-Schule und wer sich dafür interessiert, darf gerne nochmal unten auf den Link schauen und dort nachlesen, was alles geschieht. Ich umarme euch alle voller Liebe und freue mich mit einem Kuss auf das nächste Video mit euch zusammen, wenn ihr mögt. Alles Liebe!